Die Nummer 10 im weißen Trikot der SBB Basket, die hier so souverän den Anwurf für seine Mannschaft gewinnt, ist der Litauer Modestas Paulauskas. Er kam vom italienischen Verein Nuova Matteotti Corato nach Wolmirstedt und hat jetzt als Center seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Doch in der Begegnung am 20. Spieltag der Basketball-Bundesliga Pro B Nord in der Halle der Freundschaft mit den Männern von Lok Bernau hatten die Hausherren lange Zeit das Nachsehen und liefen einem Rückstand hinterher. Und während die Zuschauer diesen Bemühungen zusehen und ihre Mannschaften nach Kräften anfeuern, die Begegnung begann eher besinnlich. Mit einer Schweigeminute gedachten Spieler und Zuschauer an den 17-jährigen Basketballspieler aus der Ukraine, der in Oberhausen erstochen wurde. Und Cindy Rössel, die Geschäftsführerin der SBB Baskets, hatte vor dem Spiel unter dem Beifall aller Anwesenden ein klares Statement gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung gegeben. Die aktuelle Lage macht das so ein bisschen notwendig. Jetzt war natürlich, ich hatte vor uns die Schweigeminute noch. Jetzt ging es eben auch um einen Spieler, der infolge einer Gewalttat ums Leben gekommen ist. Ja, es hängt einfach auch ein bisschen politisch damit zusammen. Ja, es gibt im Moment so einen kleinen Rechtsruck und wir wollen uns einfach dagegen stellen. Wir wollen sagen, dass wir das nicht sind. Wir sind einfach bunt, wir sind tolerant. Wir wollen, dass hier jeder hinkommen kann, dass hier jeder willkommen ist. Und das war mir einfach ganz wichtig, nochmal mitzuteilen. Unterdessen ging das Spiel weiter und die Gäste hielten sich, trotz aktiver Gegenwehr der Hausherren, immer weiter knapp in Führung. Das erste Viertel endete 19:23 und zur Halbzeit stand es 36:38. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Die SBB kämpft und macht Punkt für Punkt, aber die Gäste halten erfolgreich dagegen. Aber ein Spiel von 2 Mannschaften, die sich so auf Augenhöhe begegnen, bleibt eben spannend bis zur letzten Minute. 5 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit, dann der Gleichstand, 68:68. Die Zeit beginnt wieder zu laufen, wenn der Einwurf für die Baskets ausgeführt wird. Und dann kann sich Bill Korekambi geschickt in Szene setzen und trifft. Am Ende gewinnen die SBB die Begegnung glücklich mit 70:68. Also ich bin heute von meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben die ganze Zeit auf Augenhöhe gespielt gegen eine deutlich tiefere Mannschaft wie eure Wolmirstedt. Am Ende, das ist Basketball, ne? Es ist bis zum letzten Sekunde und teilweise geht es um einziger Wurf wie heute Abend und in dem Moment war Borekambi mit ein bisschen mehr Erfolg. Aber trotzdem finde ich eine sehr gute Leistung von beiden Teams. Guter Kampf, so ist Sport. So. Ja, erstmal riesengroßen Respekt an Bernau. Ich glaube, die haben hier heute wieder großen Kampf abgeliefert, wie sie das immer tun. Ja, da könnt ihr stolz drauf sein. Am Ende war es sicherlich das ein bisschen Glück, was entscheidet. Aber generell für uns bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wir geben viel Gas, wir spielen mit viel Energie. Wir gewinnen das Rebound-Duell, aber heute haben sehr, sehr viele individuelle Fehler und auch unsere mangelnde Dreierquote dann sicherlich Bernau relativ lange im Spiel gehalten. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Vor allen Dingen an den Fehlern, dass wir weniger Ballverluste haben und dem Gegner mehr oder weniger Fastbreak-Korbleger geben. Für die Baskets, die jetzt in der Tabelle auf Platz 6 stehen, geht es am 2. März nach Hoffenheim. Und zum nächsten Heimspiel in Wolmirstedt werden die Baskets aus Schwelm erwartet.